Leute, was geht ab, Leitung hier? Mit dem neuen Update, Quarantäne-Update. Alle zwei Wochen erzähle ich euch, was so passiert ist und was gerade so abgeht. Unter anderem, neuer Homestop ist nach 14 Monaten durchgekommen. Verrückte Story, also erstmal Homestop, weil ich komme ja nur ran wegen dem erhöhten Radius momentan, aber wenn irgendwann mal wieder alles normal sein wird, dann komme ich leider nicht ran, weil wir haben den schlecht gesetzt. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich von hier aus da hätte rankommen können. Den hatte Murat damals über Ingress eingereicht. Der hatte mich mal besucht und wir haben ein paar Sachen eingereicht. Und damals sind zwei Sachen direkt durchgekommen. Zwei Spielplätze waren das. Und jetzt eben das hier 14 Monate später. Das war noch damals, da gab es noch gar keine Einreichungen in Pokémon Go, sondern nur über Ingress. Das war echt leidend. Auf jeden Fall Update. Es gibt was Neues. Drei neue Codes gibt's. Das ist das Gesprächsthema heute. Da haben schon die ganzen Gruppen drüber geredet. Packe ich euch in die Beschreibung und ich glaube auch nochmal in die Kommentare, weil Kommentar ist, glaube ich, besser für euch zum Kopieren und dann einfügen. iOS-Leute müssen auf eine extra Seite gehen. Die Seite habe ich jetzt nicht parat. Das letzte Mal hatten ein paar fleißige Zuschauer die Seite auch noch gepostet. Hoffentlich machen die das heute wieder. Drei nette Pakete, vor allem umsonst, also sehr nett von Niantic, da sagt man nicht nein. Und die Pakete an sich sind auch nicht schlecht. So, Nummer 1. Konnte nicht eingelöst werden. Warum? Weil zu viele es gerade einlösen. Wenn das nicht funktioniert, müsst ihr das immer und immer wieder probieren. Das hatten wir ja beim letzten Code auch schon. Ist gerade einfach überlastet. Aber wie gesagt, ich packe euch das in die Beschreibung und in die Kommentare. Was geht sonst so ab? Fanrates sind natürlich am Start. Ich mache hier und da welche. Was sehr interessant ist für mich, ich habe nämlich eine Arena hier. In meinem Gebiet ist die, aber ich komme halt nicht ran. Ist in der Kaserne, Militärgebiet. Und nur Spoofer oder Leute auf der Kaserne können da rankommen. Und dementsprechend habe ich die noch nicht auf Gold, obwohl das direkt in meinem Gebiet ist. Aber jetzt durch Fanrates kann ich Raids auf der Arena machen, Arena-Punkte sammeln und die Arena auf Gold bekommen. Eine Arena braucht 30.000 Arena-Punkte, um auf Gold zu kommen. Ein Raid bringt 1.000 Punkte, das heißt, ich muss 30 Raids machen. Zwei habe ich schon, 28 Raids noch. Wenn ich jeden Tag einen mache, dauert es einen Monat und ich habe die endlich auf Gold. Hat mich schon gestört, weil ist mitten in meinem Gebiet. Ich habe jede Arena drumherum auf Gold, nur an die bin ich halt nie rangekommen. Aber jetzt Fanrates. Mashallah, vielen Dank. Und apropos Fanrates, ich habe meinen ersten 100er durch den Fanrate bekommen. Und das offensichtlich Darkrai, weil momentan gibt es nur Darkrai. Das heißt aber auch, dass wir momentan nichts haben in den Raids, was mich noch interessiert. Hier gestern gefangen, der erste durch den Fanrate und ich muss sagen, auf jeden Fall anderes Gefühl. Klar, die Eier schlackern immer noch bei einem 100er, aber man sitzt gechillt zu Hause, optimale Bedingungen, kein Stress, keine Leute, niemand der einen irgendwie hetzt zum nächsten Raid, niemand der möglicherweise schauen will, zuschauen will. Kein Wind, der irgendwie in dein Auge kommt. Keine Sonne, die dich blendet oder den Bildschirm verdeckt oder sowas. Optimale Bedingungen, um den zu fangen. Also sehr, sehr, sehr chillig. Und der wird auf jeden Fall morgen bei Max und Monday gemacht. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, was so bei euch momentan abgeht. Was sind so eure Highlights? Ich habe ja gerade gesagt, dass kein Raid mich interessiert. Momentan, jetzt wo ich Dark 100 habe. Wegen dem Event, was halt natürlich schon sehr schade ist. Weil es halt Kanto und da gibt es nichts, was mich noch interessiert, leider. Davor gab es Praktibike wieder, den habe ich ordentlich genutzt in der kurzen Zeit, wo er da war. Ihn und Flunkiefer. Flunkiefer kann ich jetzt, Rocket-Sachen. Rocket, das mit den ganzen Rocket-Sachen wurde bis September, glaube ich, also 5 Monate auf Eis gelegt. Was halt schon komisch ist. Wenn alles andere noch läuft, aber wieso das mit den Rockets nicht? Als würde man da so viel mehr interagieren oder rausgehen oder was weiß ich, sich mehr in Gefahr bringen als durch alles, was jetzt momentan läuft. Events und Raids und dies, das. Also finde ich schon komisch, dass das so auf Eis gelegt wird. Entei, Crypto Entei wurde ja vom März verlängert auf April noch, den ganzen April. Plus jetzt die 5 Monate sind 6 Monate. Das sind 6 Krypto-Legendäre und auch 6 Punkte für die Medaille. Also schon ein krasser Rückschritt, sag ich mal. Und auch, wie gesagt, unverständlich. Ich check nicht, wieso. Klar, man muss Stops aufsuchen, man muss rausgehen, aber erstens, man macht das ja eh alleine. Und alleine darf man sich ja rausbewegen. Deswegen, keine Ahnung. Finde ich schade. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade. Das einzige Positive ist, ich kann weiterhin mein Shiny Crypto Flunkiefer und mein 100er Erlös Flunkiefer jagen, weil den brauche ich noch unbedingt. Und jetzt habe ich schon 2 Monate gejagt und den immer noch nicht bekommen. Ich fange schon mal an, Darkrai zu pushen. 2, 3, 4, 5, 6. Denn ich habe ja noch die Feldforschung, Spezialforschung.
für das Mewtwo. Ist an sich schon ziemlich cool, was da alles gibt. Es gab auch Lapras, Galaxo, dies, das. Und halt das Legendäre. Und auch für die nächsten paar Wochen. Mit Mewtwo, mit Ho-Oh, mit Groudon und Cresselia. Aber komischerweise nur Legendäre, die ich bereits auf 100 habe. Ich hole mir Mewtwo jetzt ab. Der kann shiny sein. Und 100 ist, glaube ich, irgendwas mit 91 am Ende. Und 10 Sonderbonbons, auch nicht schlecht. Nicht shiny. Nicht 100. Oh Gott! 17,30 könnte das Schlechteste sein, wenn 91 100 ist. Fast der Schlechteste. Zwei Werte drüber. Typisch mein Pech. Aber ich kann mich nicht beschweren, denn ich hatte in letzter Zeit Glück und habe noch einen 100er bekommen. Nicht nur Darkrai. Hier. Pantymos. Shiny Lucky 100. Und Quackybike, ich habe ja gesagt, ich habe den gejagt, die kurze Zeit, wo er am Start war. Habe ich einen Shiny bekommen, Illumis, Shiny Lucky, getauscht, Traumvogel Shiny, Basha Shiny, juckt nicht, Shiny Owei, getauscht. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keine Highlights mehr. Mehr ist mir nicht passiert, aber das glaube ich auch genug. In nächster Zeit gibt es halt die Events mit den Wochendingern da. Als nächstes kommt Johto, da gibt es, glaube ich, nichts, was mich interessiert, außer halt der Staub. Staub, ich glaube, ich muss da noch einmal fett reinhauen. Einmal durchziehen, dann haben wir wieder Staub. Und dann kann ich Gen 5 maxen und dann war's das. Dann haben wir es geschafft. Das heißt, ich muss mich noch einmal durchgehen, wirklich einmal noch hardcore durchziehen. Jetzt in der Woche, wo es dann Doppelstaub gibt. Gen 3 dann füllen hat auch nichts Interessantes für mich. Gen 4 hat ein paar interessante Sachen dann aus den Eiern. Riolo, Baby Palimpalim, Kaumalat. Aber das ist auch nicht wirklich viel, vor allem aus dem Ei da einen 100er zu bekommen, schwierig. Und dann Gen 5 mit den neuen Gala-Sachen ist interessant. Die Champion 2020, Anfang Juni ist es aber erst. Mit den neuen Gala-Sachen ist natürlich sehr interessant. Auch wenn die dann auch aus den Eiern kommen. Aber ich glaube auch ein paar neue wilde Sachen, die kann ich mir dann in 100 gönnen. Also wird gechillt bis Anfang Juni. Erstmal jetzt die Woche mit Doppelsternstaub gönnen. Und dann chillen bis Juni. Und dann schauen wir mal, was da so für neue Events kommen. Mai wird entspannt. Gönnt euch, wie gesagt. Schreibt unten in den Kommentaren gerne eure Highlights. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Ah ja, ich habe gestern auch noch ein interessantes Video hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken. Wenn ihr gerade Bock habt auf irgendwas Tiefgründiges, wenn ihr da Motivation sucht, irgendwie ein bisschen verloren seid, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe schon eine Menge Feedback bekommen und freut mich, dass ich so viele Leute da nicht helfen konnte, weil ich habe ja nicht geholfen, aber berühren konnte, treffen konnte. Checkt das gerne ab. Ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.